Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie denn unsere Waldzonen sich verschieben könnten in der Zukunft, hier ist eine statistische Analyse, wo man die Daten von einem europäischen Netzwerk genommen hat, wo man genau weiß, welche Bäume dort wachsen. Das kann man statistisch korrelieren mit dem Klima und das dann relativ einfach in die Zukunft projizieren. Das ist jetzt nur eine mittelstarke Klimaerwärmung. Aber was man hier sieht, dass ein Großteil hier von Europa, ja, da würden primär mediterrane Eichen in Kiefern stehen. Ja. Also eine ganz andere Vegetation als heute. Übrigens auch ähnliche Ergebnisse, wie wir mit etwas komplexeren Modellen selber erzielt haben, wenn wir wirklich versuchen, das Baumwachstum anhand der Physiologie der Bäume zu simulieren. Aber die schlechte Nachricht ist hier auch, dass die forstökonomischen Verluste enorm sind. Da haben wir nämlich mit diesen mediterranen Eichen kein Geld verdient. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der ökonomischen Erträge und auch der Holzproduktion heutzutage von unseren Nadelholzforsten kommt, die insbesondere bei der Fichte eben nicht mehr dem Klima der Zukunft entsprechen. Aber wenn wir jetzt einfach nur diese Nadelholzforste abschaffen und die natürlichen Laubbaumarten fördern, dann müssen wir vielleicht Nadelholz von woanders zunehmend importieren. Also das ist eine schwere Abwägung. Im Forst die große Alternative, die viele präferieren, ist die Douglasie aus Nordamerika, die mit Trockenheit besser umgeht und auch schnell wächst und gutes Geld bringt. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit man Arten von woanders einführen möchte. Jetzt.